Zwischen Getränkekeller. Komm. Oh, komm, Ompa. Müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Der erste. Bitte. Das ist der. Waren das alle? Jetzt plündern. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch sofort plündern, ne? So, jetzt nach da oben. Bin ich immer ganz besonders vorsichtig, gerade in so Häusern. Das habe ich aber schon bei der letzten Aufnahme gesehen. Okay. Zack, komm, Ulla runter, so wie im Wilden Westen. Ja, den auch. Jetzt. Da waren auch noch welche, oder? Oder nicht? Zack, den haben wir auch. Ein Schuss. Kurz nochmal. Ja, 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 komm. Übertreib's nicht, Junge. Mal kurz gucken. Da ist bestimmt auch noch einer. Oh ja, wo zieh ich denn hin? So, haben wir alle? Ja. Machen wir mal kurz weiter das Video. Das muss ja jetzt nicht noch angeguckt werden. Guck, jetzt haben wir alle. Kurz plündern. Bin ich der auch schon noch da? Nee. Da lag einfach nur noch ein bisschen Blut. Da ist auch noch so ein Schwein. Ja, komm. Alter. Dann eben nicht. Ich hab's nicht nötig. Da lag auch noch einer. Den haben wir auch. Wo lag der denn? Da lag noch einer. Ach, die Tür geht offen. Was für ein Wunder. So, Pferdchen holen. Oder Pferdchen eher zu mir kommen lassen. Oh. Ich wusste, dass ich irgendwo noch eine Mission... Na ja, gut. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, was überhaupt taktisch ist. Eigentlich wäre es ja jetzt taktisch, sofort zu ihm zu reiten wieder. Das machen wir auch. Komm. Alter. Ja, das ist... Ach. Das Spiel macht mich fertig, ey. So. Schwein können wir auch nachher noch. Machen wir erstmal kurz hier. This mission. Zack, zack. Einfach runter hier. Bam. Genau. Oh, mal kurz anhalten. Warte mal, wo führt er mich jetzt her? War doch den richtigen Weg. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Macht er mit mir jetzt irgendwie so eine kleine Rundreise hier? Aber nein. Ah, das war das eine, yo. Hat man auch letztens gemacht mit den Wölfen. Kein Bock da drauf jetzt, ey. Ich will euch ein paar Missionen zeigen und nicht hier irgendwie so streuende Viecher, da, die einen so einen Typen anfallen. Das war eh, glaube ich, irgendwie so ein Penner oder irgendwie so weiter. Der hat sowieso in seiner Kneipe, dass ich dann eh, weiß ich nicht, beim Pokern oder irgendwie so das eh das Leben genommen. Also scheiß drauf. So, jetzt sind wir wieder bei dem alten Elixierman. Was kommt denn jetzt? Der Sport der Könige und der Lügner. Pferderin. Mr. West Dickens. Mr. West Dickens. Ah, Mr. Marston. How wonderful to see you, sir. How wonderful. Are we ready then? Yes, sir. Nearly, sir. Very nearly, sir. I just need some cash to get some extra hardware fitted to my old Trojan horse here. You what?
Never mind, sir. I can only presume that you have not enjoyed the benefits of a classical education, so I will not take umbrage if some of my illusions sail over your head, sir. I won't pretend to understand you, but I will endeavor to make you understand me. Either we do this right now, or I put a bullet in you and get on with my day. Please, I knew you were a violent man, Mr. Marston, but I did not think you were a stupid one. We need money to outfit my carriage, to turn a simple tradesman's vehicle into something more subterfuge. And I'm about to tell you how we are going to gain said cash. Now, I know that you ride very well. So come, sir, to Rathskeller Fork! Let's go, my dear boy! I'll show you the way! Wo ist das? Wäre cool, wenn ich jetzt vorreiten könnte. Achso, einfach nur geradeaus. Aber ich glaube, du musst bestimmt wieder an dem alten Sack dranbleiben. Hopefully we can get through today without running into another army of your satisfied customers. Oh, kann ich jetzt einfach dahin reiten. Versuchen es einfach mal. Wenn mir jetzt irgendwas sagen möchte, muss er schon mal mein Pferdchen mal ein bisschen auf Trab bekommen, damit es ja, schön die Gelenke gut geschmiert sind und so. Weil so kalt reiten, also ohne irgendwie warm zu machen, ist natürlich scheiße. Warum ist es bestimmt, ne? Ja. Da oben. Oder nee, doch nicht. Ah doch. Da ist es. Zack. Stell dich an die Startposition auf. Okay. Sind wir bereit, Pferdchen? Wir sind bereit. This will be a fair race. No shooting, stabbing, lip pushing, rock throwing, cactus grinding, neck lassoing, setting fires, or other acts that causes a rider to unfairly lose his weight, or bleed heavily, or black out. Get yourselves ready. Set. Go. Was soll das denn? Es war bestimmt mein Pferd, wenn das Rennen als Erster. Ja, natürlich. Komm, das werden wir doch packen, oder? Erster. Das müssen wir es nur beibehalten, das Ganze, natürlich. Bloß das Pferdchen jetzt schlapp bekommen. Immer schön, immer noch ein, zweimal drauf drücken auf den Knopf und dann klappt das schon. Keine Schnitte gegen mich. Außer ich falle jetzt irgendwo hin oder irgendwas mache ich jetzt, was mich teuer zu stehen kommen könnte. Mal gucken. Ich bin zwar... Ja, angespannt bin ich eigentlich gar nicht. Bin einfach nur... Ah, jetzt ist doch so ein kleiner Weg hier. Ich muss mich da runterfallen. Also runterreiten. Zügiger hier. Oh, ich habe immer so Angst mit dem Steuerdings. Das ist doch so ein bisschen schwammig, das Ganze. Dass ich da jetzt irgendwie nochmal auf die Schnauze fallen werde. Aber bis jetzt ist, läuft es noch eigentlich noch ziemlich gut. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Oh geil. Als Erster. Was haben wir für Vorstellungen? Ich bin Niki Lauda. Oh, Formel 1 müsste ich mal wieder drauf machen auf dem PC. Stimmt. Ah, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen ausruhen. Hätte ich mal wieder Bock drauf, so ein Auto, also so eine Rennsimulation. Wäre mal cool, Need for Speed Underground 1, ey. Boah, das war so geil. Und Teil 2 auch. Die müsste ich mir echt mal wiederholen irgendwie mal. Bei Steam gibt's die leider nicht, ey. Da gibt es nur Need for Speed, blablabla.
Nein! Alter, du kannst mich jetzt mal so gerne haben. Wo lang? Weil er gerade Schlepp gemacht hat, ey. Das verstehe ich nicht. Komm, Pferdchen. Bitte. Pferdchen. Du bist doch meins. Ja? Was geil ist, ich kriege ein bisschen Geld dann davon ab. Den Rest behält der alte Sack ja eh für sich, ey. Und? Ja, sicher, geht doch. Ja, komm, er sah, er siegte. Fantastic spectacle, John. Let's take a moment to bask in the glory of our victory. Have we got enough money now? All right. Yes, once Seth and Irish have furnished their side of the bargain, I think we should be ready. Quite a team we've assembled, don't you think? A bunco, a grave robber, and a drunk. How could things possibly go wrong? Na, na, recht. Ja, geil, ey. Cool. Ein Quacksalber, ein Grabräuber und ein Säufer. Kann man hier eigentlich speichern? Ah, da oben kann man speichern. Komm, was machen wir jetzt mal? Da oben kann man sich so eine Hütte anmieten. Da oben. Das machen wir auch. Oh, wollen die jetzt erstmal ein bisschen Fiki-Fiki machen, ne? Nein, ihr wollt kein Fiki-Fiki machen? Nein? Nix kann Fiki-Fiki machen? Zack. Oh, sehr schön. Eigenes Zimmer hier oben, ne? Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Speicherung da ist. Mal gucken. Ja, ganz unten ist sie. Jetzt speichern wir es aber kurz da oben. Ah, sehr schön. Cool. Na komm, verpiss dich. Verpiss dich, du Futze. Kleine Futze. So, was haben wir eigentlich jetzt noch für... Entschuldigung. Was haben wir eigentlich noch für Aufträge jetzt hier? Müssen wir mal gucken, ne? Auf jeden Fall mal... Das ist bestimmt... Warte mal. Ein bisschen mal rauszoomen. M, da. Marshall Johnson. Der macht. Ach, das ist wie. Ah, cool. Der lebt auch noch? Cool. Das freut mich. Dass er auch noch lebt. Ich will mal auch mal gerne wissen, was mit Bonnie ist. Weil mit der haben wir auch schon lange nichts mehr zu tun gehabt. Seit dem letzten Vorfall, wo ja, sie entführt worden ist und halt fast gehängt hat. Und ich glaube, wir wären Freunde, ey. Danach hat die mich ja voll abserviert. Zeigt eine Postkutsche an, die von der Banditen überfallen werden. Mal. Warum ist das X jetzt hier irgendwo? Du kannst die Postkutsche angreifen oder... Angreifen? Warum soll ich die angreifen? Ich habe jetzt ein bisschen Ehre bekommen, bevor ich das wieder abgezogen bekomme. Mach ich lieber so. War mir eine Ehre. Ging auch ziemlich schnell, also... Waren jetzt, glaube ich, 4-5 Schüsse, die ich gehabt habe. Zack, 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 zack. Und dann fertig. So muss das sein. Ich bin echt lucky, Luke. Ich bin gar nicht hier. Ich weiß gar nicht, wie heiße ich nochmal? Kurz auf die Karte gucken. John Marston, genau. Nein. John Marston. Der bin ich ja gar nicht. Warte mal. War das jetzt richtig? Oder... Ist jetzt Sonnenaufgang oder Untergang? Ich glaube Untergang, ne? Hier ist echt so schnell immer dunkel.